und boxen auf zum vierten Rennen, den TÜV Rheinland-Preis. An der 2400 Meter Marke geht das Feld auf die Reise. Sirius an der Innenseite in vorderer Linie mit Finoras, dahinter dann Ephraim an der Außenseite in den grün-schwarzen Farben. Das sind die ersten drei. Dahinter sieht man dann Dream Gold, der Favorit des Rennens vor Borneo, und dahinter sieht man dann Time of My Life mit Amorous Adventure und Kitanesco am Ende des Feldes. Bei ruhiger Fahrt und ihrem Applaus geht es das erste Mal am Zielposten vorbei. Finoras zeigt den Weg mit einer Länge, dahinter Ephraim in zweiter Position. Drittes Pferd ist dann an der Innenseite Sirius, außen daneben Dream Gold, der Favorit vor Borneo. Dahinter sieht man dann Time of My Life mit Kitanesco und Amorous Adventure am Ende des Feldes. So geht es durch den Scheibenstraßenbogen bei unverändert sehr, sehr verhaltenem Tempo. Führt jetzt Finoras das Feld in die Gegenseite hinein in zweiter Position, dann außen daneben Ephraim, dann sieht man dicht auf Sirius, außen Dream Gold mit Borneo, dahinter dann Time of My Life mit Kitanesco und Amorous Adventure kommt jetzt vom letzten Platz weg. Die Pferde steuern auf den Mittelpunkt der Gegenseite zu, Finoras mit einer Länge, gut einer Länge, unverändert vorne weg vor Ephraim, dahinter sieht man dann an der Innenseite Sirius vor Dream Gold, dann folgt weiter in den Borneo, außen daneben konnte sich jetzt neben Dream Gold außen auch Amorous Adventure verbessern, dahinter dann Time of My Life, Kitanesco am Ende des Feldes. Gleich wird das Ende der Gegenseite angesteuert, Finoras weiterhin hat das Geschehen im Griff, führt das Feld weiter an, dahinter dann Ephraim, Sirius innen ist dicht auf, außen Amorous Adventure um Positionsverbesserungen bemüht, auch Dream Gold ist mit in der Vordergruppe, dahinter dann Borneo mit Time of My Life und Kitanesco am Ende des Feldes. So geht es durch den Scheitelpunkt. Man orientiert sich jetzt in Richtung des Einlaufs weiter. 600 Meter sind es noch. Finoras weiter vorne führt das Feld in den Einlauf hinein. Denn da lässt sich Ephraim anfassen. Sirius ist zur Stelle. An der Außenseite dahin auch Dream Gold mit Amorous Adventure. Aber Finoras mit Sirius schreitet jetzt zum Angriff. Sirius ist der erste Angreifer. Ist an der Seite von Finoras. Finoras noch knapp vorne vor Sirius. Wie Sirius wird stärker an der Bahnmitte. Dahinter an die Außenseite Dream Gold. Aber an der Spitze Sirius. Sirius wie Finoras wehrt sich. Sirius ist vorne vor Finoras auf den letzten 100 Metern. Sirius, Sirius vor Finoras, an der Spitze Sirius, und Sirius wird nach Hause kommen. Sirius gewinnt. Sirius heißt der Sieger. Stephen Haley mit seinem zweiten Tagestreffer vor Finoras, dahinter dann Time of My Life, Dream Gold, dann auf dem vierten Platz vor Borneo und Ephraim vor Kitoras, und am Ende des Feldes, da folgte dann Amorous Adventure. Die vorläufige Platzierung zum vierten Rennen. Sieger im TÜV Rheinland-Preis ist mit der Programmnummer 8 der dreijährige Hengst Sirius. Auf dem zweiten Platz war die 6 Finoras, dritter die 2 Time of My Life und auf dem vierten Platz die 3 Dream Gold. Ich wiederhole die vorläufige Platzierung zum vierten Rennen. 8 Sirius, 6 Finoras, 2 Time of My Life und 3 Dream Gold.